Nach seinem Wahlsieg in den Niederlanden hat Rechtspopulist Geert Wilders erste Gespräche mit anderen Parteien über die Bildung einer Koalition aufgenommen. Es könnten lange und schwierige Koalitionsgespräche werden. Die rechtsliberale VVD sagte Sondierungen mit dem Wahlsieger bereits ab. Wilders erklärte, dass das die Sache nicht einfacher mache. Mein Gefühl nach den Verkiezungen ist, mit so vielen Zetels, 37 Zetels, ist, Verantwortlichkeit ist groß. En als je dan ziet dat een andere partij die ook iets heeft verloren, maar die verantwoordelijkheid niet wil nemen, wat mag, dan vind ik dat heel erg teleurstellend. Der Wahlsieg der rechtsextremen PVV sorgt in Teilen der Bevölkerung für Bestürzung. In Utrecht demonstrierten mehr als 1000 Menschen gegen das Anti-Migrations-Narrativ der Wilders-Partei. Die Koalitionsverhandlungen sollen am Montag beginnen.